Zeit für einen Schatz. Wie lange sollte man schlafen? Als Schläfer oder nicht als Schläfer? Wie lange sollte man schlafen? Schaut mal, liebe Geschwister, es gibt keine festgesetzten Grenzen bezüglich des Schlafens. Ein Körper kommt mit 3 Stunden aus und der ist fit. Der steht auf wie eine Rakete. Der läuft und läuft und läuft und der bleibt bis abends mit diesen 3 Stunden. Der andere, wenn er nach 3 Stunden aufsteht, der verwechselt das Badezimmer mit der Küche. Das Essen wird nicht leer. Auf jeden Fall. Was ist hier das Problem? Der braucht mehr Schlaf. Der braucht 5 Stunden. Wieder einer braucht 7 Stunden. Ein anderer braucht 8 Stunden. Die Religion hat uns das nicht eingeschränkt. Aber das Übertriebene ist immer falsch. Und das Untertriebene ist auch immer falsch. Daher, wir sagen nicht zu einer Person, er soll 2 Stunden schlafen. Und wir sagen auch nicht zu einer Person, er soll 10 Stunden schlafen. Sondern zwischen 6 und 8 Stunden sollte jeder seinen Schlaf nehmen. Und wer weniger braucht, 5, 4, andere. Aber das ist Wallahu ta'ala, eine der Sachen, an die ein Muslim sich auch halten sollte. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, es gibt 4 Dinge, die das Herz vergiften. Und eine der Dinge, die er nannte, war was? Dass viele schlafen. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Nein.